Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder aus dem LS22 hier von der Grebach-Map. Bevor wir gleich zum Thema kommen, ich bin momentan ein bisschen erkältet. Vielleicht hört man es. Es tut mir leid. Ich kann gerade nicht so aufnehmen, wie ich Bock habe. Aber sobald ich wieder fit bin, wird es wieder ein bisschen mehr. Dann, bevor wir zum Thema kommen... Ja, wir wollen die Map für die Konsole bringen, also im Mod-Hub und für PC ist weiterhin der Plan. Jetzt dürft ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schauen, wer trotzdem reingeschrieben hat nach 43 Sekunden, kommt die Map für auch die Konsole? Da wisst ihr nämlich immer genau, die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, 40 Sekunden das Video anzuschauen. So. Ja, heute mal ein kleines Update-Video zur Grebach. Ihr seht, die Gebäude sind immer noch da. Und was soll ich sagen? Also die Kommentare von euch waren ja brutal gut. Ja, also ich war echt sehr, sehr positiv angetan, dass ihr alle so hinter uns, hinterm Barney steht. Und danke auch an der Stelle für eure Vorschläge, was wir tun können. Ich habe es mir relativ einfach gemacht, ja. Ich sag's euch, wie es ist. Also solche Geschichten wie, lass doch den Platz leer, dann können andere bauen, wollte ich alles nicht, weil das sieht irgendwie so aus, wie wenn die Map nicht fertig wäre, ja. Das hätte wahrscheinlich auch wieder so komische Kommentare gegeben. Ja, ich könnte drauf kacken, ich weiß, aber es ist halt immer dasselbe, ja. Man versucht irgendwo etwas immer positiv hinzustellen. So. Yogi, kommt zum Punkt. Ich habe eine positive Neuigkeit für euch. Und zwar ist es so, ich habe eine andere Strategie angewendet. Und zwar habe ich dem Barney erstmal Zeit gegeben, um durchzuatmen. Ja, es ist einfach so, man kann da klar nicht erwarten. Viele haben von euch geschrieben, ja, ich soll das doch einfach fest verbauen. Ja, jetzt mal die Frage an euch. Würdet ihr, wenn euch Giants gerade eben ans Bein gekackt hat, ja, im Umkehrschluss sagen, komm, dann verbaue das halt fest auf die Karte. Ich glaube nicht. So, was habe ich gemacht? Ich habe halt erstmal Gras drüber wachsen lassen, ja. Ich habe ein paar Minuten Zeit gegeben, tief durchzuatmen und bin dann ganz entspannt nochmal an die Sache ran und habe ein paar Minuten gefragt, du, wie sieht's aus? Hättest nicht Bock? Wollen wir nicht wenigstens das zweite Pack fest verbauen? Und dank eurem tollen Feedback und den Zustimmungen von euch zu den ganzen Packs, war der Barney so frei und hat gesagt, jo, komm, drauf geschissen, wir tun das für euch und nicht für Giants. Deswegen hat der Barney mir die Freigabe gegeben, für das zweite Pack auch für die PlayStation-Spiele rauszubringen. Somit also fest verbauen auf die Karte. Schön, oder? Heißt, wer in den Genuss kommen will vom zweiten Modpack, muss zwangsläufig die Karte spielen, weil dort hier das fest verbauen wird. Als Einzelmod wird es logischerweise nicht kommen auf der PlayStation, aber ist, glaube ich, auch gar nicht so tragisch. Gut, haben wir doch alles soweit durchgesprochen. Ne? Jetzt ist na klar die Frage, Yogi, wie weit bist du denn, Karli? Ja, ihr seht, ich bin noch mittendrin. Ja? Shop und so weiter steht... Die Verkaufsstellen stehen, das Ort steht soweit. Es geht dann nachher nur noch dran, den Trigger zu verbauen. Ja, heute sieht er mal ein bisschen mehr von der Karte. Wir fliegen mal so ein bisschen drüber. Der KI-Verkehr fährt ja schon. Hier so ein bisschen in den Teich habe ich schon angefangen. Ich mache immer mal wieder so hier ein Fleckchen, da ein Fleckchen. So wie ich gerade Bock habe. So. Und dann kommen wir nämlich jetzt zum Thema. Und da bin ich gespannt, ja, wer von euch hier alles ordentlich mitmacht. Jetzt erwarte ich von jedem Einzelnen in den Kommentaren eure Meinung. Und zwar gehen wir jetzt mal rüber. Wir haben selber bei der Modding-Welt so die eine oder andere, na, Diskussion ist eigentlich ein bisschen übertrieben, aber die Meinung, ja. Wie sollen wir die Feldwege gestalten? Ja, ich finde die Feldwege zum Beispiel auf der Elm Creek auch nicht schlecht. Ja, finde ich gut gemacht. Aber, und berichtigt mich einfach, die sehen na klar klasse aus, ja, wenn ich die immer im, sag ich mal, im 90-Grad-Winkel ziehen kann. Ja,
Da kann ich nämlich wunderbar dieses Raster verwenden, ja, und dann komme ich da auch wunderbar hin. Sobald ich aber irgendwie eine Kurve machen will, sieht es alles so ein bisschen so, nicht mehr ganz so ideal aus. So, jetzt wäre meine Frage an euch. Was haltet ihr nämlich von diesem hier? Ich bin deswegen vorhin extra hier vorbeigelaufen. Ich habe hier die Objekte wieder verbaut. Die kennt ihr schon von der Ebsdorfer Heide zum Beispiel, ja. Und ich habe jetzt hier mal den Vergleich zwischen schlechter verbaut, ja, hier. Und besser verbaut hier oben, im oberen Bereich. Würdet ihr aus eurer Sicht sagen, ja, für mich geht es vollkommen klar, kann man machen. Oder ist es dann doch eher so für euch, komm, mal das Zeug doch und gut ist. Ich persönlich finde es gut, ja. Ich bin da aber auch nicht so anspruchsvoll, muss ich auch gestehen. Weil ich fahre da mit dem Traktor drüber, ich schaue da nicht so genau hin wie die meisten, ja, die dann immer so reinzoomen und sagen, puh, also die Textur sieht matschig aus, ja. Übrigens Giants Baum, ja. Also ich bin einfach nicht so, keine Ahnung. Ich finde es einfach total daneben, wenn es jemand macht, aber okay. Deswegen seid ihr heute gefragt. Eure Meinung ist gefragt. Ich kann nicht sagen, welche ich genau umsetze. Ja, das wird mal klar im Großen und Ganzen so eine spontane Aktion sein. Aber dass ich zumindest mal so ein kleines Fingerspitzengefühl von eurer Seite her bekomme, was ihr euch vorstellen könntet. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich die Verkaufsstelle hier schon mal gezeigt? Ja, das wird hier halt auch so ein bisschen, wo man ein bisschen was verkaufen kann. Wie genau, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Aber ihr seht, ich habe noch viel zu tun. Ja? Ich will, wie gesagt, mir noch ein bisschen Zeit geben. Alles schön ordentlich machen. Und ja, es ist noch viel zu tun. In dem Sinn, habt einen schönen Sonntag. Ja? Lasst es euch gut gehen. Wenn ich wieder fit bin, kommen wieder mehr Videos. Und in dem Sinn sehen wir uns dann, wenn ihr Bock habt, beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Euer Yogi. Ciao.